Der Wohlstandsbauch, jeder kennt ihn. Aber kennt ihr auch den Mittelstandsbauch? Über Geld spricht man doch. Es gibt grundsätzlich zwei verschiedene Arten von Steuertarifen. Einen proportionalen oder einen progressiven. Proportional bedeutet, du verdienst 1000 Euro im Monat, der Steuersatz ist 25%, da musst du, klar, 250 Euro an den Staat abgeben. Oder du verdienst sogar 4000 Euro im Monat, 25% Steuern bedeutet 1000 Euro direkt an den Finanzminister. In Deutschland haben wir aber keinen proportionalen Tarif, sondern einen progressiven Tarif. Das heißt, der Prozentsatz dessen, was du abgeben musst, steigt mit steigendem Einkommen. Wir haben in Deutschland im Grundsatz einen linear progressiven Tarif. Aber so ganz linear ist er nicht. Der hat nämlich Ecken. Die erste Ecke gibt es nach 9.400 Euro. Denn auf die ersten 9.400 Euro im Jahr musst du gar keine Steuern zahlen. Das heißt Steuerfreibetrag. Die Kurve steigt dann bis zum zweiten Tarifeckwert. Und der ist genau das Problem, aber darauf kommen wir später nochmal zu sprechen. Nach dem zweiten Tarifeckwert kommt der, klar, dritte Eckwert. Nennt sich auch Spitzensteuersatz. Der greift in Deutschland leider viel zu früh, aber darüber machen wir ein anderes Video mal. Und das große Problem ist jetzt, dass vom ersten zum zweiten Tarifeckwert und vom zweiten zum dritten die Kurve diesen merkwürdigen Knick hat. Und genau das ist der Mittelstandsbauch. Beim flachen Bauch, also beim flachen Tarifverlauf, bleibt gerade Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen netto mehr in der Tasche. Und das ist natürlich wesentlich fairer. Und wieso wird da nichts geändert? Das fragen wir uns auch. Wir haben der Großen Koalition mehrmals vorgeschlagen, diesen Mittelstandsbauch abzuflachen und am Ende sogar abzuschaffen. Leider regt sich da wenig. Ich glaube, unser Steuersystem muss wieder fitter werden. Wenn es fitter ist, dann ist es auch gerechter. Machen wir das mal an einem Beispiel deutlich. Ein Paar verdient zusammen 76.000 Euro brutto im Jahr. Sie ist beispielsweise Kfz-Mechanikerin und er ist Krankenpfleger. Das ist ein durchschnittliches Einkommen in Deutschland. Und weil dieses Ehepaar auf dem besonders steilen Teil der Kurve liegt, muss es überproportional vom verdienten Einkommen abgeben. Angenommen, man würde diesen Mittelstandsbauch abflachen oder sogar abschaffen, dann hätte dieses Ehepaar 1.500 Euro mehr im Jahr zur Verfügung. Das ist ein Urlaub in Spanien, ein neuer Laptop oder mehr für den Sparplan für die private Altersvorsorge. Also all das, über das Politiker reden und was sie von Familien eigentlich erwarten. Wir finden, wer hart arbeitet, der soll auch die Möglichkeit bekommen, ein kleines Vermögen aufzubauen. Und elementar dafür ist ein gerechter und fairer Steuertarif. Vor allen Dingen wäre das auch ein guter Impuls für die Wirtschaft. Das nennt man Selbstfinanzierung. Wenn man die Menschen entlastet, dann haben sie auch beispielsweise mehr zum Konsumieren. Das bringt die Wirtschaft in Gang und deswegen finanziert sich ein Teil dieser Steuersenkung selbst durch mehr Wirtschaftswachstum. Also, ein fitter Steuertarif, der ist am Ende auch gerechter und fairer, gerade für die Bezieher von kleinen und mittleren Einkommen. Kommentiert gerne, erzählt uns, wie es bei euch aussieht. Seid ihr vielleicht auch vom Mittelstandsbauch betroffen? Habt ihr andere Interessen und andere Themen, über die ihr mehr wissen wollt? Meldet euch, sagt Bescheid, Kommentare hier und auf bald.